Die deutsche Kulturszene ist im Umbruch. Sie wird diverser, also schöner und interessanter. Und das ist auch gut so. Trotzdem beginnen Debatten darüber oft noch nicht mal bei Null, sondern bei minus 100. Denn das Sternchen hilft dir im Alltag auch nicht weiter. Ist das jetzt wirklich schon rassistisch? Das wird man doch noch mal sagen dürfen. Nein, 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 nein. Darauf hatte ich keine Lust mehr und erfand Decolonized Glamour Talks. Für den Glamour sorgen einerseits die großartigen KünstlerInnen, die on- und offstage, vor und hinter den Kulissen künstlerisch tätig sind. Außerdem die Locations, in denen wir zu Gast sind. Und das ist heute das Foyer des Friedrichstadtpalastes Berlin. Mit seiner wechselvollen Geschichte war der Friedrichstadtpalast seit jeher künstlerische Heimat vieler großartiger KünstlerInnen. Vor allem auch aus der BIPOC, jüdischen und Queer-Community. Meine heutige Gästin gehört zu den spannendsten deutschen Schauspielerinnen der Gegenwart und hat sowohl mit großen RegisseurInnen an Staatstheatern als auch im Kollektiv und als Solistin in der freien Szene gearbeitet. Sie ist unerschrocken und mutig. Sie fürchtet sich nicht vor Grenzen, sondern testet sie aus. Mit ihrer Kunst kann sie ihre Zuschauerinnen verzaubern, ihnen aber auch ihre Klischeevorstellungen ironiescharf und bildmächtig um die Ohren hauen. Warum sollen Kategorien wie Geschlecht, Hautfarbe oder Behinderung aussagekräftiger sein über das Wesen eines Menschen als beispielsweise sein Sternzeichen? Hat sie in ihrer Performance Ich Bin gefragt, die 2021 vom Deutschen Bühnenverein mit dem Dr. Otto Kastenpreis ausgezeichnet wurde. Bewegungsimpro meets Burlesque hat sich meine Gästin als performative Einlage gewünscht. Darauf dürft ihr euch am Ende des Talks freuen. Herzlich willkommen, Jana Zöll. Ich freue mich sehr, 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 dass du hier bist. Welcome to Decolonized Glamour Talks. Jana, du bist und machst sehr vieles. Darüber werden wir später auch nochmal sprechen. Aber du bist in allererster Linie Schauspielerin. Und du bist relativ früh sehr weit oben eingestiegen im Theater. Hast unter anderem schon ganz zu Beginn deiner Karriere mit Sebastian Hartmann gearbeitet in Leipzig, der damals schon einer der bekanntesten deutschen Regisseure der Gegenwart war und auch Intendant am Zentraltheater in Leipzig. Und ihr habt 2012 zusammen gearbeitet für Tolstois Krieg und Frieden. Das war aber, glaube ich, nicht die erste Zusammenarbeit. Genau, ich habe sogar schon, ich glaube, 2009 oder 2010 eine ganz kleine Rolle in dem Kirchgarten, den er inszeniert hat, gehabt. Ganz spontan, so zwei Wochen vor Premiere. Willst du nicht noch dabei sein? Ja. Da war ich so, okay, ich bin gerade frisch von der Schauspielschule. Ja, warum nicht? Welche Rolle hast du im Kirchgarten gespielt? Ich habe diesen ganz kurzen Endmonolog von dem Fierce, dem Diener, gemacht. Mhm. Genau. Ja, nice. Hat er mich in den letzten 5 Minuten aus der Kiste gezaubert. Also was auch furios war, war deine Rolle in Krieg und Frieden, 2012, wie gesagt, auch mit Sebastian Hartmann. Und da hast du den Napoleon gespielt. Die Inszenierung wurde dann im selben Jahr, glaube ich, 2012, auch zum Theatertreffen, zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Ja, das muss 2012 gewesen sein. Genau, und erzähl doch mal, wie war diese Zusammenarbeit und wie hast du deine Besetzung empfunden, deine Rolle? Krieg und Frieden fand ich die Besetzung schon sehr spannend, weil es war ja nicht nur Napoleon. Mhm. Ich bin wie die anderen KollegInnen auch so in verschiedenen Rollen gemorpht sozusagen. Ich bin
er ist als Baby geboren worden, was auch natürlich wieder sowas ist, was man, wo man meine Größe nutzt, wo man denkt so, ach, das kann sie ja ganz besonders toll spielen vielleicht. Dann halt Napoleon, aus dem Baby wurde dann Napoleon und dann hatten wir, also Sebastian und ich, im Vorhinein so eine E-Mail-Diskussion sozusagen, weil ich einen Vortrag von ihm gehört hatte zu der Arbeit mit SchauspielerInnen mit Behinderungen und dass man da provozieren muss und so. Hatte er gesagt? Ja. Okay. Und ich habe dann ihm irgendwie geschrieben, okay, wenn er der Meinung ist, ich sei nicht unbedingt dieser Meinung, dass das der einzige Weg ist, aber wenn er dieser Meinung sei, dann soll er sich doch ein Thema nehmen, womit man wirklich noch provozieren kann in Bezug auf Behinderung, und zwar Sexualität. Ah, cool. Und was war die Reaktion? Dass er mich eben in Krieg und Frieden besetzt hat und es so eine Szene gab, wo der Kollege war komplett nackt und hat mich dann auch ausgezogen und wir haben da so ein, auch ganz, ja, so einen Orgasmus gespielt, aber halt sehr, sehr abstrakt. Wow, können wir davon auch noch einen Einspieler haben? Das wusste ich gar nicht, die ganzen juicy Details. Ja, ja. Und genau, auf jeden Fall waren wir halt beide nackt auf der Bühne und ich saß bei ihm so auf dem Schoß. Und aber gleichzeitig war es, glaube ich, so ein bisschen mit Nebel und so, dass er es dann doch wieder irgendwie auch vorsichtig gemacht hat. Und ich hätte gedacht, dass es voll die Furore gibt in den Medien. Aber die Kritiken waren da echt nett, ja, muss ich sagen. Das war nur eine Zeitschrift, die schon am Schriftzug erkennbar eher aus dem rechten Spektrum kam, die da sehr böse Dinge geschrieben habe, die ich mir zum Glück auch gar nicht genau gemerkt habe. Das ist gut. Und, das muss man sich auch nicht. Ansonsten waren da die Reaktionen sehr überraschend positiv drauf. Hattest du erwartet, dass es mehr negative Reaktionen gibt? Ja. Okay. Und die KollegInnen im Vorhinein hatten, glaube ich, ein bisschen Respekt. Ja, auf jeden Fall habe ich das damals so verstanden, dass sie halt zu mir kamen und meinten, du weißt, du musst das nicht machen und so. Aber ich war so, das ist ja meine Idee gewesen, ich will das schon. Und gleichzeitig hatte ich mega Respekt, weil eine Kollegin mit auch einer Körperbehinderung hat eben auch in einem Stück gespielt, wo es sehr um das Thema Sexualität ging. Und dann schrieb jemand in der Kritik, das war ja fast schon erotisch. Ja, okay, sowas ist dann. Und ich habe noch nie so eine sexy Frau auf der Bühne gesehen wie diese Kollegin in dem Moment. Also das war dann, als ich später in Darmstadt im Engagement war, im Festengagement, da dachte ich mir so, ey, das wissen doch jetzt alle, dass ich die Schauspielerin mit Behinderung bin. Warum müssen sie es denn in dem 10. Artikel nach 2 Jahren immer noch schreiben? Was soll denn das? Und dann, wenn es dann noch nicht mal irgendwo in der Kritik irgendwas zu meinen schauspielerischen Fähigkeiten steht, sondern nur sozusagen das Schicksal. Mhm. Im Grunde denke ich mir halt auch, es sollte im Schauspiel gar keine Rolle spielen. Warum muss man es denn überhaupt erwähnen? Mhm. Ich meine, sehen tut man's eh, wenn man reingeht. Und dann kann ja jeder für sich was draus machen oder es lassen. Mhm. Ja, absolut. Was bedeutet Schauspiel für dich? Und wie war dein Weg dahin? Also die Ausbildung war ja eher so Zufall, dass mir klar wurde, dass ich das beruflich zumindest eine Ausbildung machen könnte in dem Bereich, weil das habe ich für mich
bis dahin total ausgeschlossen, einfach wegen der Behinderung, obwohl ich das normalerweise gar nicht tue. Sowas einfach ausschließen, nur weil, aber weil mir wurde halt gesagt, damit wirst du niemals deine Brötchen verdienen. Ich wollte gerade fragen, warum hast du gedacht, ich mache das eh nicht, wenn du die Ausbildung gemacht hast, aber deswegen. Ja, ja. Und dachte, ich nehme das als Erfahrung mit. Das tut ja auch der Persönlichkeitsentwicklung gut, so eine Schauspielausbildung. Nicht immer, aber für mich war es so. Und dann habe ich aber bei der Abschlussprüfung von der Frau von der ZAV so viel Zuspruch gekriegt, dass ich dachte, ich versuche das einfach mal. Es ging natürlich auch deshalb so schnell, weil ich neben dem, dass ich glaube, auch ganz gut schauspielen zu können, natürlich was sehr Besonderes war. Und durch Krieg und Frieden war dann der Schauspieldirektor aus Darmstadt auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann ins feste Ensemble genommen. Das hat sich Sebastian Hartmann damals, würde ich sagen, noch nicht getraut. Weil er hatte das überlegt, aber er hatte mir das auch dann mal gesagt, dass so im Haus die RegisseurInnen und DramaturgInnen so ein bisschen skeptisch waren. Nicht wussten, wie sie mit mir arbeiten. Das erinnert, also das ist wirklich, erinnert mich eins zu eins, so, ne, wir haben da so drüber geredet, so, wo wir ähnliche Erfahrungen haben, Schauspielerin mit Behinderung, schwarze Schauspielerin, ja. Das erinnert mich eins zu eins an das ist sehr nah dran, an diese schwarze Erfahrung. Also dass man da auch erst nicht wusste, wie soll man die einsetzen, geht das überhaupt? Ja. Und dann hieß es, oh, wir haben einen schwarzen Schauspieler im Haus, wow. Ja, ja. Und dann war man irgendwie so der bunte Hund und es wurde immer betont, vor Schauspieler schwarz oder vor Schauspieler mit Behinderung. Das war irgendwie, stand irgendwie immer noch mehr im Mittelpunkt als die Tätigkeit als Schauspielerin. Was hast du da gesucht für dich als Künstlerin und Mensch im Schauspiel? Also mir fällt es immer schwer, sowas zu definieren, was ist das, aber was habe ich da gesucht? Ursprünglich, ich habe ja schon in der Schule, in der normalen Schule sozusagen, also so Gymnasium und so, Theater gespielt, da war es dieses Zugehörigkeitsgefühl tatsächlich. Man macht was zusammen und da habe ich immer das Gefühl gehabt, auch gleichberechtigt und gleichwertig dabei zu sein. Und als ich das eröffnete, das könnte ich auch beruflich machen, ich dachte, ja super, dann versuche ich das. Auch wieder Safe Space, also ich weiß, auf der Bühne ist ja alles geprobt, da kann ja so erstmal nicht so viel passieren und trotzdem kann ich ganz viel erleben an diesem einen Ort, Bühne, und muss dafür nicht so krass raus in die Welt, was natürlich geht, aber für mich viel komplizierter gewesen wäre. Hast du das gefunden oder bist du da auch eher wieder auf Kategorien gestoßen? Total auf Kategorien gestoßen, sobald es wirklich professionalisierte sich. Und trotzdem, ich wusste, aus dem Publikum kommt jetzt keiner zu mir und scheißt mich sicher an. So. Ja. Das hat auch ein Stück weit geklappt. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass du nicht dein Ding machst, wenn du das professionell Schauspiel machst, sondern die Ideen von anderen umsetzt. Und das läuft natürlich sehr nach Kategorien. Ja, und gerade bei uns Schauspielern, ne, also wir stehen ja meist für irgendeinen bestimmten Typ. Und dieser Typ orientiert sich ja zumeist an äußeren Merkmalen, also Hautfarbe, körperliche Beschaffenheit, sogenanntes Geschlecht. Und ich denke, so bis zu einem gewissen Grad ist das halt auch das, worauf man sich einlässt als Schauspieler, als Schauspielerin, wobei man dann eben schnell wieder darauf reduziert wird, also auf diese Typen. Und du hast ja mal gesagt, dass du diese Identitätsdebatte sehr problematisch findest. Und I feel you, total. Also wenn man immer das Gefühl hat, man wird kategorisiert in etwas, was einen nicht hundertprozentig fasst und man ist eigentlich noch viel mehr. Wie positionierst du dich da als weiße, heterosexuelle Cis-Frau
mit Behinderung, deutschen Pass innerhalb dieser Identitätsdebatte als Künstlerin? Also ich finde es super schwierig. Ich bin halt reingestartet in diesen Beruf mit wirklich der, ich sag's jetzt mal, Verklärung, dass es auf der Bühne ja keine Rolle spielt. Darum geht's doch im Schauspiel. Ich kann alles sein und alles ausprobieren. Und ich habe total was dagegen, mich eigentlich als Schauspielerin mit Behinderung zu labeln oder noch am besten behinderte Schauspielerin. Das ist für mich halt so, ich bin ja nicht im Schauspiel behindert sozusagen. Mhm. Bringe eine Behinderung irgendwie mit und natürlich ist sie sichtbar und alles ist auf der Bühne sichtbar. Deshalb schreibe ich auf der Website dann doch auch in Klammern Rollstuhl. Weil natürlich macht es was aus in der Art, wie man mit mir arbeitet. Aber nicht im Sinne von, für die Figur schreibe ich es eigentlich nicht rein, sondern für die pragmatische Arbeit mit mir. Ja. Und ich nehme ja auch total ungern den Rollstuhl eigentlich mit auf die Bühne, weil der halt so dieses Symbol für Behinderung ist. Mhm. Dieses Stigma sofort mit reinbringt, während mein Körper als solcher halt Fragen aufwirft. Mhm. Und nicht direkt total die eine Kategorie aufmacht. Aber das ist ja, könnte ja auch eigentlich theoretisch für jeden Körper gelten, ne? Dass er Fragen aufwirft. Dass genau. Dieses Thema Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, was ja, wenn sich jemand inszeniert, auch sicherlich eine große Rolle spielt. Wie gehst du damit um, wenn du so merkst, die Fremdwahrnehmung weicht von der Eigenwahrnehmung ab? Ja, ein großes Thema war für mich immer, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich genderneutrale Rollen bekommen habe. Und ich habe immer wieder versucht, ich will eine Frauenrolle, ich will eine Frauenrolle. Gerade in Darmstadt, es war super schwierig. Dann habe ich ein Stück gespielt, das war dann aber ein Solostück, wo ich wirklich so eine durchgedrehte Alte gespielt habe. Hast du es jemals bereut, dass du dich für den schauspielerischen Weg entschieden hast? Ich bin immer wieder am Zweifeln, ob ich das weitermachen will. Gerade in Darmstadt hatte ich ein großes Fragezeichen, weil ich auch merkte, dass ich seltener eingesetzt wurde als die KollegInnen und irgendwie dachte, nee, also wenn die selbst im Festengagement nicht darüber hinwegkommen, mich so kategorie-typisierend-mäßig zu besetzen und sonst halt keine Idee für mich haben, dann will ich Schauspiel nicht mehr machen, ich will was Neues machen. Und dann bin ich aber halt noch mal von einer anderen Richtung nach dem Festengagement, eben mit Polymora Inc., so dem Kollektiv, was ich mitgegründet habe, so noch mal zu Schauspiel und Performance gekommen und habe dann das mit dem Tanzen ja auch noch angefangen, wo es auf der einen Seite noch mehr um Körper geht, aber zumindest wenn es in diesem Mixed-Abled-Kontext ist, differenzierter. Es ist auch spannend, wirklich zu gucken, okay, wie funktionieren unterschiedliche Körper und was bringt denn auch mein Körper überhaupt mit an Spezialitäten? Das habe ich in der Schauspielausbildung nicht gehabt, weil natürlich trotzdem immer von den normativen Körpern ausgegangen wird. Und das macht für mich den Tanz nochmal so spannend, weil ich da nicht einfach irgendwo reinkategorisiert werde, habe mein Bild im Kopf, klein, stecke ich in eine Kiste, fertig, sondern wirklich auch erfahre, was ist denn mein Körper und was kann er auch und wie wirkt er. Und trotzdem bist du ja auch beim Schauspiel geblieben. Trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, da viel Warnung gab, mach das lieber nicht. Darum feiere ich das auch so extremst, dass ich es so wahrnehme, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, dass es wirklich diverser wird und dass immer mehr Leute ihr Ding machen, die früher in diesen Räumen gar nicht vorkamen,
in diese Räume gehen und diese Räume für sich einnehmen und diese Räume, Schlüsselpositionen auch in diesen Räumen besetzen. Und die Position auf der Bühne ist ja auch eine Art Schlüsselposition, also einfach gesehen zu werden. Und ja, es fehlt aus meiner Sicht extrem noch die Schlüsselposition hinter der Bühne, die wirklich die Entscheidung treffen, die künstlerischen auch. Und ich nehme es so wahr, es wird auch deshalb diverser, weil sich die Leute ihre Räume einfach schaffen. Ja, ja, da kommt keiner und sagt, wir haben uns überlegt, das war bisher ein bisschen ungerecht, wir machen das jetzt. Und auch nicht direkt an die schon vorhandenen Häuser gehen, sondern halt in der freien Szene ihr Kollektiv bilden und ihre Kunst halt machen. Ja. Das finde ich aber auch cool. Was bedeutet das für dich? Also diese beiden Bereiche, freie Szene und Mainstream, was bedeutet das für dich als Künstlerin und deine Arbeit, deine Kunst? Ich wollte ursprünglich auf jeden Fall vor allem in den Mainstream, weil ich dachte, wenn ich da bin und da einfach meine Rollen spielen kann, weil ich habe ja gedacht, dass das so einfach geht, dann habe ich halt die größte Wirkmacht. Das sehen die meisten Leute und kommen vielleicht auf die Idee, naja, wenn ich das jetzt auf der Bühne sehe, dass dann Mensch mit dieser Körperlichkeit eine sexy Frau ist oder eine Polizistin oder was auch immer. Vielleicht geht das ja auch im Real. So habe ich mir das gedacht, als ich da reingestartet bin und merkte dann halt irgendwann so, funktioniert nicht, weil ich kriege halt die Rollen nicht. Und dann bin ich halt auch immer wieder zurück in die andere, in die freie Szene, weil da natürlich größere Experimentierfreude ist, auch eher so eine inklusive Szene gab. Da war ich anfangs sehr skeptisch. Das gibt es in ganz, ganz schlecht und pseudo. Das gibt es aber auch in sehr ernst gemeinten Projekten. Und das ist halt auch, man muss immer genau gucken und suchen. Und das ist weder in der einen noch in der anderen Szene nur gut oder nur schlecht. Würdest du sagen, dass in der freien Szene du erstmal mehr Möglichkeiten hattest, dich auszuprobieren? Erstmal gar nicht mal so. Also da muss man schon sagen, Sebastian Hartmann war natürlich schon für seine Zeit dann auch krass weit so, auch was die Arbeit mit mir anging, auch wenn ich das schnell auch so ein bisschen, fand, aber da war die freie Szene nicht unbedingt weiter. Was ich jetzt an der freien Szene halt genieße, ist, dass ich da halt nicht mehr die klassische Schauspielerin Rolle mache, sondern ich halt die Möglichkeit habe, meine eigenen Sachen zu machen. Und dazu kommen wir jetzt. Du hast nämlich Anfang 2021 mitten im geführten 10. Lockdown am Theater der Jungen Welt in Leipzig deine eigene Solo-Performance konzipiert, entwickelt, inszeniert. Und die trug den Titel Ich Bin. Und hat dann im Februar 2021 über Zoom seine Premiere gefeiert und ist auch über Zoom weiterhin ausgestrahlt worden. Dafür bist du mit dem Otto-Kasten-Preis 2021, dem Nachwuchsförderpreis des Deutschen Bühnenvereins, ausgezeichnet worden. Hat diese Eigenarbeit, hat das nochmal deinen Blick verändert auf frühere Arbeiten mit anderen RegisseurInnen im Hinblick darauf, wie du dich selber inszeniert hast? Und wie du inszeniert wurdest, gab es da einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Ich glaube, dass ich mehr, dass es mir mehr um das Innenleben geht, was ich mitbringen kann für eine Figur, als um den Körper. Dass es mir darum geht, wenn das da ist, dann ist zwar der Körper auch da und natürlich
steht der auch für die Figur und die bringt das dann quasi auch so mit. Aber es ist halt eigentlich nicht so relevant. Darum geht es mir eigentlich. Ich habe das Stück so aufgebaut, dass ich erstmal quasi alle Kategorien so aufgedröselt habe. Erst sollte mich das Publikum einordnen, dann habe ich mich selber eingeordnet, wie ich glaube, dass ich eingeordnet werde, um dann am Ende so einen Twist zu machen. Mhm. Es gibt eben die ziemlich am Ende diese Phrase von was bleibt eigentlich, wenn ich einfach eure Kategorien nicht anerkenne. So. Und da geht es natürlich auch wieder, merkt man, um mein Thema Frau sein, als Frau wahrgenommen werden, als sexuelles Wesen wahrgenommen werden und da auch einen Ausdruck für zu finden. Wie würdest du für dich Feminismus definieren und siehst du dich repräsentiert in der öffentlichen Feminismusdebatte? Mit dem Queer-Feminismus hat sich da sicherlich was geöffnet, aber ich ärgere mich so ein bisschen, dass der Feminismus, auch der Queer-Feminismus als solches so ein bisschen für sich beansprucht, intersektional zu sein. Und dann denke ich mir so, nee, also sorry, ich finde mich bei euch nicht wieder so. Also Pränataldiagnostik, wenn es um Abtreibungsrecht geht und so weiter, wo ich denke, das sieht als Mensch mit Behinderung und auch als Frau mit Behinderung vielleicht ein bisschen anders aus. Und das wird aber nicht mal relativiert. So. Es sind verschiedene Perspektiven einfach, ne? auf ein Thema. Ja, voll. Und was halt für die eine Frau als Befreiung gefeiert wird, ist für die andere Frau vielleicht auch irgendwie problematisch oder schwierig. Und ich glaube, das Ding ist, dass halt alle Perspektiven abgebildet werden sollten. Ja. Und als Frau mit Behinderung, siehst du dich da repräsentiert oder siehst du zumindest irgendwie Anfänger oder würdest du sagen, das ist irgendwie noch gar nicht berücksichtigt? Sicher gibt es Unterbubbles, sag ich mal, wo man irgendwie mal vorkommt. Aber nee, ich fühle mich da nicht. Mir ist Intersektionalität halt wichtig und das. Ich meine, ich krieg das auch nicht hin. Also, und wer definiert, was Intersektionalität ist in der öffentlichen Debatte, weil es eben die Gefahr einfach besteht, dass man über seine Community oder Communities dann doch wieder nicht hinausdenkt. Genau, ne? Exakt. Und für jede Community ist Intersektionalität dann in erster Linie, dass sie selber einbezogen sind und dass die anderen sie auf dem Schirm haben, aber dass man sich auch immer fragt, habe ich auch die anderen auf dem Schirm? Also und für mich ist ein intersektionales Kollektiv ganz klar, dass da drin alle Perspektiven absolut, enthalten absolut, sind. Weil wir ja auch innerhalb der Communities Minderheiten und Mehrheiten haben. Also wir haben eine Behinderung, aber sind weiß. Wir sind schwarz, aber männlich. Ja. Oder nicht aber, und männlich. Ja. Wir sind queer und extrem gut verdient. So Stichwort Classism. Also man hat ja in jeder Community immer Minderheiten und Mehrheiten. Und ich glaube, das und die Mehrheit auch in den marginalisierten Communities tendiert immer zur Ignoranz und sich selbst als erstes zu sehen und irgendwann und das, dann die anderen. Das ist leider das echt Tragische. Und sowohl beim Feminismus als auch beim Queerfeminismus finde ich so, so schwierig, dass es ganz schnell auch doch dahin kippt, das Feindbild ist der Cis-Mann und zwar der als solches gelesen wird, nicht der sich selber so definiert. Mhm. Und ich denke mir so, ich mag Cis-Männer, die sich vernünftig verhalten. So. Ich mag auch Weiße, die sich vernünftig verhalten. Also, und deshalb finde ich, und dann wird da wieder dieses von dem, was jemand anderes in jemanden liest, geschlossen. Aha. Und ich denke mir, er macht es doch genauso. Ja, ich glaube, es ist auch wieder dieses, es gibt einerseits die Struktur,
und weiß und männlich und nicht behindert steht für was Bestimmtes, also für Ignoranz oft. Und dann gibt es natürlich den Einzelnen, da, wo man halt auch immer wieder hingucken muss und sagen muss, okay, ich kann jetzt nicht von der Struktur auf jeden Einzelnen schließen, aber das ist halt das verrutscht schwer. Ganz, ja, das ganz verrutscht schnell. Das fast stimmt. Immer. Ja. Amen. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unseren Talk und gleichzeitig eine geschmeidige Überleitung zu der kleinen performativen Impro, die wir jetzt machen werden, worauf ich mich ganz besonders freue. Und du hast gesagt, du würdest gerne was mit Bewegung machen, inspiriert von Burlesque, sozusagen als kleine Arbeitsthese, die wir hier schon mal formulieren können für deine zukünftige Forschung. Quasi hat sich hier im Friedrichstadtpalast, wo wir heute drehen, echt angeboten. Ja, absolut. Das passt wunderbar hierher. Und ja, wir sind gespannt und ihr dürft es auch sein. Decolonize, Glamour Talks.